but never mind. Hey Leute und willkommen zurück bei Flat Out 2 und heute geht's an den finalen Großcup in ja, bei den Rennwagen. Wir haben uns ja beim letzten Part schon mal den ersten Straßenwagen gekauft. Und ja, wir werden aber erstmal mit dem Daytona wieder fahren. Rennen. Letzter Cup. 6 Rennen. Wird ein bisschen länger natürlich wieder. Okay. Warum auch die Kameraperspektive gerade so weit unten ist. Okay. Ja, ist ja gut. Holy shit. Das hat viel abgezogen. Was auch immer ich getan habe. Warum macht der Wagen auf einmal so viel Damage? Der macht an sich doch so gut wie gar keinen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Jetzt hier Maximalgeschwindigkeit. Ah, nicht ganz, aber... Ich glaube, mit dem Straßenwagen werde ich nochmal ein bisschen besser zurechtkommen, weil ich mich da nicht so krass umdrehen werde, wahrscheinlich. Weil der hat ein besseres Handling, auf jeden Fall. Hat ein Handling von 5,5 und das wird ja noch mehr. Klar, die Leistung wird auch nochmal deutlich gesteigert, mehr als das Handling. Kennt man ja aus NFS World. aber... Ich glaube, da ist auch noch ein Vergleich. Gut. Das hier ist halt eher so Nesca. Wenn man sagt, allein der Name Daytona. Ich glaube, ist schon eine starke Andeutung an Daytona. Habe ich auch schon mal angesprochen in irgendeinem Part. Aber man sieht, glaube ich, auch, dass der nicht sonderlich viel Handling haben sollte. Also schon. Also er hat natürlich Handling krass. Krasses Handling. Aber nicht das krasseste. Ich meine, Nesca-Fahrzeuge haben eine krasse Traktion. So ist es nicht. Ach ja. Auch danke. Na gut, das erste Rennen lief schon mal nicht so ganz gut ab. Sogar sechster noch. Fängt schon mal nicht so krass gut an, aber naja. Es war ja bei der Derby-Klasse auch nicht anders. Drei Punkte, naja. Ich meine, wir haben immerhin 6 Rennen. Deswegen werde ich jetzt auch die ersten einfach mal so fahren und gucken, dass ich einfach nur möglichst nach vorne komme und nicht irgendwie, welchen Fahrer muss ich wo irgendwie gucken, dass ich den weit nach hinten schleudere. Weil mir krass was bringt, tut's mir nicht. Noch nicht.
Ach ja, aber mir läuft. Ich kann mich halt jetzt die ganze Zeit nicht respawnen und das ist... Ah, doof. Tschüss. Das hört sich nicht so krass gesund an, weil wahrscheinlich soll das Geräusch nicht irgendwas sein, was im Fahrzeug so an sich klackert, sondern eher die ganzen Steine auf der Fahrbahn, so gesehen. Also Kies. Der dann unter den Unterboden schlägt. Eine Runde ist noch. Und ich habe beide in Sichtweite. Okay. Ich hätte gehofft, dass er ausbricht, aber tut er nicht. Schade, überholt wird er nicht mehr, aber naja. Hatten wir die beste Zeit? Ich weiß es nicht. Na gut, weil mittlerweile sind es auch schon 300 Credits dafür. Und da haben wir auch schon mal gut aufgeholt. Zwei Punkte zwar nur, aber eigentlich gar nicht so schlecht. Erstmal. Okay. Ich glaube, wenn mir jetzt einer reingefahren wäre, das wäre nicht gut ausgegangen. Okay. Na, war gar nicht mal so schlecht. Ich wurde ausnahmsweise mal an die Stelle auch hingesetzt, wo ich sozusagen von der Seitendings her rausgeflogen bin. Problem ist halt, Bremsen ist ja schön und gut und braucht man auch. Aber wenn der Wagen so viel springt, dass du keinen Bodenkontakt hast, dann kannst du halt bremsen, wie du willst. Funktioniert nicht.
Ich werde einfach runtergeschoben. So gut wie. Fast. Gott, ich will den da vor mir eigentlich mal überholen. Na, wird nichts mehr. Aber der Ben wird noch überholt. Bitte, bitte. Nein. Ah, schade. Beste Zeit war auch nicht. Ah, 6 Punkte muss ich aufholen. Das sind 3 Rennen, ist möglich. Vor allem, wenn ich jetzt immer Erster werde, dann hole ich einmal 2 auf, automatisch. Selbst wenn der jetzt ganz vorne ist, Zweiter wird. Nur Problem dabei, ich muss auch jedes erstmal gewinnen. Und dann muss, ja, ich müsste sie dann so oder so gewinnen. Weil dann wird ja nach Siegen gerechnet. Okay, zum Glück konnte ich das umfahren. Wenn nicht, dann wäre es ziemlich komisch. Okay, zumindest habe ich mich dadurch fangen können, aber Positionsverlust ist natürlich nicht so cool. Warum fahren die denn jetzt alle... Okay, die ist schon mal Schrott, das ist gut. Warum fahren die denn jetzt alle in den Walker rein? Ich hätte eher gehofft, dass er dadurch nach hinten fällt. Nein, naja, in den 2 Runden hätte er easy alles wieder aufgeholt. So wie ich die KI hier kenne. Oh, er hat ein Rad verloren. Das ist gut für uns. Weil man kann auch, bevor man explodiert, bestimmte Teile verlieren, wenn man da zu viel Damage kassiert zum Beispiel. Dadurch bricht er natürlich mehr aus. Also wenn der nicht gleich zerschrottet wird. Ja. Hinter mir ist, glaube ich, auch die in der Wertung nicht so weit vorne ist. Okay, schon mal der erste Sieg wieder. Beste Runde, beste Runde, beste Runde. Nein, schau. Okay, Bulldozer habe ich bekommen. Und wir sind 1 Punkt hinterm ersten Platz. Also, das kann jetzt lustig werden. 2 Rennen, kann alles passieren.
Okay. Okay, Jason Walker hat wieder ein paar Probleme, wie es aussieht. Gut für uns. Besser gesagt für mich. Vielleicht wird ja auch der ein oder andere zerstört. Das wäre natürlich auch ziemlich wünschenswert. Für uns. Mich. Ja, ich weiß nicht, irgendwie ist es komisch, wenn ich jetzt, während ich spiele, sage uns, weil, ja, ja. Oh Gott, nein, 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 nein. Okay, zum Glück bin ich noch weit genug ins Weißenfeld, dass ich hier easy raus konnte. Vielleicht wird es ja noch ein Dreikampf im letzten Rennen mit Bänden. Man weiß nicht. Ich bin gerade full on concentrated. Okay, Dings hat ein paar Probleme anscheinend. Okay, das war schon mal nicht so schlecht. Zwar nicht die beste Runde mal wieder, aber... Warte. Ja, komm, 6 Punkte Vorsprung. Ich werde trotzdem noch verlieren. Also, Jason Walker ist, glaube ich, der Einzige, der mir richtig gefährlich werden kann. Und Sophia Martinez. Also, Sophia Martinez kann mich nur besiegen, wenn ich Letzter werde und sie Erste. Und Jason Walker muss 6 Punkte aufholen. Heißt, ich kann... Keine Ahnung, wie Vierter werden. Okay, letztes Rennen. Special Racing Fields Cup. Oh, das ist das Rennen. Das wird cool, glaube ich. Natürlich am Anfang direkt einen schönen Slam mitgeben. Okay, schon mal Zweiter. Sind aber auch 4 Runden, von daher sagt jetzt noch gar nichts aus. Ist halt trotzdem gut eigentlich. So. Weil die Strecke ist jetzt auch nicht so lang. So.
So. Also wenn es jetzt so weiterläuft bisher, wird's easy. Aber nur unter den Bedingungen. Also, ich glaube sogar, wenn wir Zweiter werden oder Dritter oder Vierter. Herr Jason Walker, der ist ja nichts. Gar keine Bedrohung. Überrunden den ja schon fast. Oh Gott. Okay, noch einen schönen 360 auf jeden Fall. Ja, ist überrundet. Ich muss jetzt nur die letzte Runde nochmal so runterrattern. Okay, manche sind echt langsam auf der Strecke. Eine Position habe ich mir zwar noch geholt, aber Adi Martinez werde ich nicht mehr kriegen, aber selbst wenn, ist es egal. Also den Cup werde ich safe als ersten abschließen. Außer ich bleibe jetzt an der Brücke hängen und alle überholen mich wieder. Ne, sie bleibt sogar hängen. Und damit gewinnen wir auch das letzte Rennen. Ja gut. Bringe ich mal alles schnell. 10 Punkte Vorsprung sogar. Easy. 5500 Credits noch drauf. Crash Alley. Oh, das sieht interessant aus. Und damit haben wir auch den letzten Wagen der Rennklasse freigeschaltet. Und 15.000 nochmal drauf. Damit werden wir uns den Straßenwagen definitiv zum Ende tun können. Aber das war's erstmal für die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.